herzlich willkommen hier bei Blende 8, dem Podcast aus dem Hause Galileo Press. Mein Name ist Matthias Schweighofer und ich darf Sie heute recht herzlich hier in Bonn am schönen Rhein begrüßen. Wir sitzen hier am Rheinufer. Leider Gottes nicht so ein perfektes Wetter, aber ich habe was mitgebracht und zwar ein bezauberndes Model, die arme Rula. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, wir machen heute ein ganz besonderes Shooting. Auch wenn das Wetter nicht so ideal ist, für unsere Verhältnisse passt das sehr gut. Wir haben kein direktes Sonnenlicht, sondern ja, fast schon eine gigantisch große Softbox über uns. Und genau das hilft uns heute, ein sehr bezauberndes Licht in die Umgebung zu bekommen. Das Besondere am heutigen Tag, wir werden bei unserem Shooting heute mit Blitzen und dem Tageslicht hier zusammenarbeiten. Und das Problem, was vielleicht viele Fotografen schon kennen, ist, wenn sie gerade im Freien hier arbeiten, wohin mit den Blitzen, dass man sie auch nicht erkennt. Ich möchte hier die ganze Umgebung zeigen und dich mittendrin. Ja, und da gibt es eine kleine Technik, die ich heute preisgeben möchte. Und diese Technik heißt, wir machen zwei Fotos, einmal mit Model und Blitz und einmal ohne und schneiden die dann im Photoshop zusammen. Und das wird eine ganz gute Geschichte. Ich bin gespannt, ob das auch gut läuft. Und die genauen Einstellungen, was Kamera betrifft, beziehungsweise Softbox und meinem Blitzsystem hier, erkläre ich euch gleich. Aber ich würde mal sagen, suchen wir uns mal einen richtig coolen Ort und lassen es mal losgehen. Bei diesen Lichtverhältnissen arbeite ich jetzt mit einer Blende von ungefähr 6,3. Mal schauen, ob das dann während dem Shooting auch so bleibt, vielleicht eine halbe rauf oder runter. Der ISO-Wert bleibt bei 250, so in etwa. Und dass der Blitz auch noch wirklich funktioniert für mich, muss ich mich aber in einer Geschwindigkeit von ungefähr 160stel bewegen. Und ja, das kriegt meine Kamera gut hin. Der Weißabgleich ist auf Blitz eingestellt, genauso wie auch im Studio oder wenn Sie mit normalen herkömmlichen Blitzen auch arbeiten. Auf Stativ alles aufgestellt, das heißt, ich kann auch frei arbeiten hier. Und ich habe hier den Jason und der Jason trägt auf einem Stativ meine Softbox mit dem Elinchrom Quadra. Und der Elinchrom Quadra ist hier auf halber Leistung eingestellt im Slot A. Das heißt, der Slot A schießt uns ungefähr 70% der Leistung auf das Model rauf. Gut, Jason, wir werden dich so hin positionieren, dass du in etwa 2 Meter von dem Model weg bist. Und ich brauche ein breites Licht in etwa so darauf, genau. So, als würde einfach ein schöner Spot auf das Model raufkommen. Und das ist jetzt eben cool. Ich werde jetzt nämlich hier fotografieren und habe garantiert den Jason inklusive Beine, Boomarm und der großen Softbox drin. Ich mache ein Foto, schicke ihn aus dem Bild raus, mache noch ein Foto und baue die dann im Photoshop zusammen. So, ich zoome rein aufs Model, setze die Schärfe aufs Model rauf, gehe auf manuellen Fokus, mache ein Foto, Jason kann raus. Und ich kann mich jetzt darauf verlassen, dass beim nächsten Bild der Fokus auch genau auf dem Model sitzt und beide Bilder gleich scharf sind. Okay, dann beginnen wir. Kannst du das linke Bein weiter nach vor geben? Ja, genau. Den Körper ein bisschen zu mir herdrehen. Ja, hübsch, genau so. Cool. Jason, bitte weg. Danke. Sehr gut. Dann machen wir schon die nächste Einstellung. Kannst du gar näher rangehen, Jason? Kein Problem. Moment, ich kontrolliere schnell. Ja, sehr gut. Vielleicht schlägst du das Buch auf. Genau, hältst die Hand so rein, als würdest du gerade kurz einmerken. Und blickst zu mir rüber. Fokus ist gesetzt auf manuell. Blick zu mir. Sehr schön. Jason, weg bitte. Gleich kontrollieren, ob es auch von der Schärfe her passt. Okay, wunderbar. Kopf zu mir und Jason weg, bitte. Das war's, danke. Okay. Jason, wir probieren das Ganze noch ungefähr ein bisschen frontaler. Du kannst den Boomarm hier so leicht so reindrehen. Genau. Okay, und du schaust direkt zu mir her. Genau. Nochmal mit offenem Buch. Und jetzt legst du es so zur Seite einfach. Hältst es offen? Genau. Sehr gut. Schau mal ins Licht hoch, bitte. Den Kopf auch ein bisschen heben.
Ja, gut. Und Jason weg, bitte. Perfekt. Das war's dann eigentlich schon. Jetzt werde ich noch eine tiefere Position wählen. So, Kopf wieder rausdrehen, an mir vorbeischauen. Jason weg, bitte. Okay, ich kontrolliere kurz. Die Schärfe passt mir noch nicht, ich muss nochmal. Jason weg. Okay. Sehr gut. Ich habe mir nun Photoshop geöffnet und möchte zwei der ausgesuchten Bilder hier hereinladen, um sie zusammenzubauen. Das geht wie folgt. Öffnen Sie über Datei, öffnen, die zwei ausgesuchten Bilder, aber bitte gemeinsam. Gehen Sie auf Öffnen und Sie sehen schon, meine RAW-Bilder werden hier im Photoshop Camera RAW geöffnet. Photoshop gibt uns die Möglichkeit, auf alle auszuwählen gehen. Das heißt, egal welche Änderungen ich jetzt an einem Bild hier vornehme, diese Änderungen werden gespiegelt auf alle anderen Bilder, die geöffnet sind, übertragen. Zoome jetzt nun in mein Bild hinein und beachte mal, ob alles von den Tönen her passt, ob die Schärfe passt und was ich sonst noch hier im Camera Raw ändern kann. Meines Erachtens nach mache ich jetzt noch einen leichten Weißabgleich auf das Kleid der Dame hier. Vielleicht ein bisschen mehr Grün hinein, genau. Und werde noch den Betrag der Schärfe ein wenig ändern, sowie die Details. Ich schärfe jedes Bild, bevor ich es in Photoshop lade, hier im RAW Converter noch einmal nach, um wirklich eine gute Schärfe dann im Endeffekt zu erhalten. Das Bild wird nun mit Bilder öffnen in Photoshop geöffnet und Photoshop legt uns jetzt zwei Dateien an, die wir hier oben jetzt sehen. Einerseits die 3111 und hier eben unsere 3110. Die 3110 soll das Schlussbild dann im Endeffekt sein. Hier wird unser Model super ausgeleuchtet und ich möchte jetzt diese 3111 hier über die 3110 lagern. Dazu wechsle ich in die 3111, drücke Command oder Steuerung und A, bekomme somit eine Auswahl rund um das gesamte Bild und gehe mit Copy und Paste in mein 3110 Bild hinüber. Das heißt, ich drücke jetzt nochmal Steuerung C für Kopieren, wechsle hier in die 3110 und gehe auf Steuerung V, um das Bild nun zu überlagern. Sie sehen hier am rechten Bildrand, dass jetzt eben eine normale Ebene und die neue Ebene hier vorhanden sind. Um unser Model jetzt wieder in den richtig schönen Lichtkegel setzen zu können, benötigen wir hier eine Maske. Die können wir hier unten anlegen. Und nun werden wir mit einem weichen schwarzen Pinsel und einer geringen Deckkraft auf dieser Maske die Farbe Schwarz hier auftragen. Achten Sie darauf, dass die Härte wirklich auf weich eingestellt ist. Ich bin auch nicht auf einer Deckkraft von 100%, sondern lediglich auf 50%, um einen sanften Übergang hier in das Bild reinmalen zu können. Und da sich nur unser Model hier bewegt hat, die Bäume aber durch das Stativ komplett gerade blieben, kann ich hier wunderbar einen Übergang malen und das sieht schon sehr gut aus. Sie werden aber auch sehen, sobald Sie hier reinmalen, kommt unser Assistent wieder zum Vorschein. Falls Ihnen das passiert, drücken Sie auf X und Sie sehen schon hier unten bei den Farben wechseln Sie in den Modus Weiß wieder und können nun mit der weißen Farbe eben in unserem Maskenmodus alles wieder zurückstempeln. Sollte Ihnen das Ergebnis nun gefallen, gehen Sie auf Ebene, sichtbar auf eine Ebene reduzieren und können nun mit diesem Bild hier weiterarbeiten. Das heißt, Sie können nun hier das Laub zum Beispiel wegstempeln, den Horizont ein bisschen begradigen, ja einfach so tun, als wäre dieses Bild hier
mit der Kamera gemacht worden und als wäre hier niemals ein Blitz gestanden. Gut, wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was im Photoshop beibringen und Sie haben auch beim Fotografieren ein, zwei Tricks gelernt, die Sie vielleicht noch nicht wussten. Ich darf natürlich auch noch sagen, Sie müssen nicht unbedingt ein portables Blitzsystem verwenden, wie wir es jetzt getan haben. Sie können auch einen Reflektor mit Mann wegretuschieren oder einen normalen Blitz, den Sie einfach an einer Stange gehalten haben. Also, was auch immer Sie wegmachen wollen, mit diesem Trick funktioniert es auf jeden Fall. Ich darf Sie jetzt noch darauf hinweisen, ich habe mit Galileo zusammen eine neue DVD produziert, die im Herbst erscheinen wird. Das Cover ist schon mal so digital hier vorbereitet. Hat auch mit Fotografie, aber mit ganz, ganz viel Bildbearbeitung zu tun. Eine kreative Scheibe. In diesem Sinne lege ich sie Ihnen ans Herz und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Servus und macht's es gut.